herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge auf diesem Kanal. Heute mit Mandaroch auf 4K. Hallöchen. Der wird euch jetzt gleich erklären, wie dieser Gommer-D-Item-Chest-Bug funktioniert. Den hatten wir auch schon mal eben aufgenommen, vor, keine Ahnung, 8 Stunden oder so. Aber, ja gut, da hat Maus leider nicht so richtig hinbekommen. Und im Video, also er hat schon hochgeladen, jetzt haben wir alles fertig. Und ja, man konnte leider sehen, dass den Bug einfach falsch gemacht hat. Einfach auf Escape gedrückt. Weil, wenn man auf Escape einfach drückt bei diesem Bug, dann hat man trotzdem noch dieses Zufallsprinzip. Dieses ist zwar abgebrochen, aber man hat immer noch dieses Zufallsprinzip. Ja, Leute, also ich habe jetzt 3 Kisten gekauft. Ich Maus jetzt sagen, ich erkläre, Mau macht. Ja, Kiste auf. Kiste auf, genau. Jetzt klickst du in der Mitte, also man kauft sich eine Kiste, ganz normal, 10.000 Coins. Und, Bei diesem Dings ist, also bei diesem Item-Chest ist ja ein Zufallsprinzip. So ein Spinner. Und sobald der Spinner wird immer langsamer und irgendwann hält er an und da wo er anhält, kriegt man halt dieses Item Kopf, dieses Kit, keine Ahnung. Und man, es wäre natürlich perfekt, wenn man selber sozusagen sagen könnte, wann er anhält, und das geht mit diesem Bug. Er wird erstens, glaube ich, nicht mehr so lange geben. Und zweitens würde ich ihm noch nicht empfehlen, euch zu machen. Weil das ist natürlich Bug-Using und natürlich auch bannbar, das ist sozusagen wie zu seinem Bug-Report. Also, das dürft ihr auf jeden Fall nicht nachmachen. Wenn ihr es nachmacht, müsst ihr mit dem Risiko leben, dass ihr von diesem Server gebannt werden könnt. Okay, Mau? Ja? Du öffnest, er klickt jetzt auf eine Kiste und dann öffnet er die Kiste. Und wenn er dann Escape und Rechtsklick oder egal was ihm liegt, unten auf den Netherkristall drückt, also gleichzeitig, muss getimed sein, dann beendet er dann sagen diesen Spinner und er wählt genau dieses Item aus, was er sozusagen haben will. Okay. Und lilane und rote und gelbe Items sind die wertvollsten. Okay, dann werde ich das jetzt mal machen, gut. Okay, und wenn du YouTuber-Köpfe siehst, guck, dass du darauf auf jeden Fall anhältst, okay? Okay, 1, 2, 3, los. Ich bin ein Idiot. Okay, Leute, das war gerade ein Fehler. Ja, versuchen wir jetzt. Was hast du bekommen? Du hast Baby-Zombie bekommen. Okay, tu den auch mal hier spawnen. Warte. Du hast gewonnen, Link. Also, du hast wieder nichts. Okay. Weil du stehst im Chat, Leute. Du musst es halt genau timen, richtig gleichzeitig machen. Du hättest gerade diese roten Boots, die waren mehr wert als alles. Hast du die roten Boots? Nein, wie? Ich glaube, ich habe es noch immer nicht gecheckt. Kaufe noch ein Los. Gleichzeitig, ganz genau. Tu noch mal 2 kaufen. Scheibengleister. Du musst rechte Maustaste auf dieses weiße Netherkristall und Escape gleichzeitig drücken. Wenn du das Item haben möchtest, was genau zwischen in der Mitte des Dinges ist. Das ist ruhig. Da ist die ganze Zug-Kit, oder? Okay. Also so, Leute, funktioniert das? Ja, aber versuch nochmal. Du musst ja was Legendäres rausbekommen. Das ist ja voll langweilig fürs Video. So Leute, auf jeden Fall war das jetzt dieser wunderbare Bug. Ich weiß nicht, ob er richtig war, aber ich müsste es einfach ausprobieren, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Ciao.